neue Folge Land und Deute. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftsmagazin hier auf EV1 TV. Bereits in der letzten Folge hatten wir die Premiere unserer neuen Reihe Young Farmer TV. Bei Ihnen stieß die erste Folge über die emsländischen Junglandwirte auf große Begeisterung. Daher wollen wir Sie gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern Ihnen direkt unseren heutigen Kandidaten Henrik Wilken vorstellen. Ich bin Henrik Wilken, komme aus Haren-Wissewil-Moor, das ist nah an der holländischen Grenze. Ich bin 18 Jahre alt und ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Landwirt. Ich befinde mich im dritten Ausbildungsjahr. Wir selber zu Hause am landwirtschaftlichen Betrieb mit einer Biogasanlage und Elterntierhaltung. Und als kleiner Junge war ich schon immer mit dabei, immer ja, auf dem Feld hauptsächlich mit unterwegs, auch dann wo mal im Stall mit am Gucken. Und ja, man war eigentlich immer so dabei, man wurde immer mitgenommen, viel erklärt, viel gezeigt und mich begeistert das einfach mit der Umgang mit der Technik. Zu Hause bin ich eigentlich am Wochenende, so samstags, dann mithelfen oder nach der Schule, je nachdem, wie es auch passt. Oder wenn mal eher Feierabend ist, man ist ja doch irgendwie immer mit Begeisterung dabei. Und ja, das macht halt Spaß und dann ist es auch egal, ob es mal abends später wird. Auf meinem Ausbildungsbetrieb wird ebenfalls eine Biogasanlage betrieben. Und ja, dann ist ein weiterer Betriebszweig die Hähnchenmast und die Schweinemast sowie der Ackerbau. Neben der Ausbildung oder neben meinem eigentlichen Beruf, sage ich das mal so, ja, bin ich einmal sehr aktiv bei uns im ortsansässigen Schützenverein. Und ja, ich halte Schafe. Das kam eigentlich dazu, dass wir ein paar Grünflächen hatten, die so immer ungenutzt waren oder gemäht werden mussten. Und irgendwie kam die Idee dann, dass ich mir Schafe zugelegt habe, was ich eigentlich auch nicht alleine mache, sondern mit meinem besten Kumpel zusammen. Und dann teilen wir uns das Hobby so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich auch wohl eine schöne Sache, weil wir teilen uns die Arbeit so ein bisschen. Man ist immer zu zweit. Es gibt natürlich auch mal stressigere Tage, sage ich mal, wenn die Schafe ihre Lämmer bekommen. Aber das macht alles nichts aus, weil ja, man macht es einfach gerne tun. Sonst hätte man sich da ja nicht für entschieden. Und das macht einfach Spaß. Das, was zurzeit hier hinter mir läuft, das ist schon jetzt 3 Wochen alt. Also das ist schon ein bisschen älter, aber die, die man im Hintergrund sieht, die ganz kleinen da, die sind von letzter Woche Mittwoch. Und ja, im Moment haben wir die eigentlich über Tag so ein bisschen draußen, dass die sich auch ja, daran gewöhnen, auf der Weide mitzulaufen und dass sie das nicht, dass das nicht völlig fremd ist, dass sie sich so ein bisschen an die Luft gewöhnen können. Wenn ich ganz ehrlich bin, fahre ich doch lieber Trecker, als dass ich auf dem Hof bin. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich mache lieber auf dem Land ja, die Feldarbeiten erledigen. Das ist eigentlich so mein hauptsächlicher ja, Bereich, was ich am liebsten tun mache. Also besonders für mich ist es an der Landwirtschaft, dass halt jeden Tag nicht gleich ist wie der andere. Natürlich hat man die routinemäßigen Arbeiten, die anfallen, aber da kann es von Tag zu Tag schon Unterschiede geben, weil immer doch irgendwie was anderes anliegt. Man sieht die Veränderungen, man sieht auch, sage ich mal, dass man was schafft. Also wenn man auf dem Feld unterwegs ist, man kann zugucken, wie die Früchte wachsen, was man erntet, das ist ja schon mal ein großer Erfolg, sage ich jetzt mal so. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist der Umgang mit, ja,
dass man doch viel mit Menschen zu tun hat und viel mit verschiedenen Personen, dass man viel rumkommt, viel mit anderen Leuten zu tun hat. Das gefällt mir eigentlich besonders gut und gerade auch der technische Fortschritt bzw. der Umgang mit der Technik, das begeistert einfach. Das ist einfach klasse. Seit 16 Jahren vergibt der Landesverband der Milchwirtschaft den Milchlandpreis an Betriebe in Niedersachsen für nachhaltiges Wirtschaften. Im November 2016 sicherte sich der Hof Rolfers in Herzlake den zweiten Platz und damit die silberne Olga. Das dazugehörige Hofschild bekam Landwirt Günther Rolfers jetzt überreicht. Die Übergabe nutzte er dabei auch für eine ganz besondere Botschaft. Die Hofschildübergabe nutzten Günther Rolfers und seine Familie, um auf ein landesweites Problem hinzuweisen. Sein Hof liegt in einem sogenannten FFH-Schutzgebiet und muss die europäische Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie einhalten. Diese sieht den Schutz ehemaliger Torfabbaugebiete vor. Die deutschen Bauvorschriften machen ihm das geforderte emissionsarme Aus- und Umbauen seines Betriebes jedoch unmöglich. Mit dem Problem des FFH-Gebietes und der Ammoniakbelastung können wir uns so im Moment nicht weiterentwickeln. Wir von unserer Familie her, wir sind Werbetrommel, dass etwas passiert, dass Politiker sich dem Problem annehmen. Wir sind nicht alleine, die das Problem haben. Problem haben im Endeffekt die ganzen Betriebe, die am FFH-Gebiet liegen. Konkrete Verbesserungsvorschläge gibt Günther Rolfers geladenen Politikern mit auf den Weg, darunter der Europaabgeordnete Jens Giesecke. So verweist er zum Beispiel auf besonders emissionsarme Spaltenböden für neue Ställe, wie sie in den Niederlanden schon verbaut werden. Diese baulichen Maßnahmen würden dem Familienbetrieb helfen, unter den geforderten Ammoniak-Emissionswerten zu bleiben. Also für Europa kann ich nur sagen, wir müssen jedes konkrete Projekt so anfassen, dass wir eine Lösung direkt versuchen zu erarbeiten. Ich will nicht sagen, dass ich in einem Jahr mit einer Lösung komme, sondern das Beispiel, das ich gerade genannt habe, Ammoniakreduktion in den Niederlanden funktioniert ist. Da müssen wir jetzt konkret fragen, warum klappt es bei uns nicht? Und die Lösung muss dann nicht in 12 Monaten kommen, sondern wenn sie auf dem Tisch liegt, können wir sie schon in 4 Wochen erarbeiten. Nun bleibt abzuwarten, wie schnell die politischen Mühlen mahlen und ob es das Unternehmen Rolfers dieses Jahr wieder schafft, zu den ausgezeichneten Milchviehbetrieben zu gehören und vielleicht sogar die goldene Olga auf den Hof zu holen. Kommen wir nun wieder zu diesem Blu-ray- und DVD-Sammelboxen von der Firma Landtechnik Media. Alle 2016er Filme aus der Reihe Hektarjagd sind darauf zu finden. Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben, hier ein Film aus der Reihe Hektarjagd Volume 1, effiziente Landtechnik. Ein Case IH Magnum 380 CVX Roadtrack in seinem Element. Die seit 2015 in Europa erhältliche, mehrfach prämierte Modellvariante wurde speziell für schwierige Geländeverhältnisse entwickelt. Raupenlaufwerke anstelle der Hinterräder schonen den Boden und verbessern die Traktion, ohne nennenswerte Nachteile in puncto Handlichkeit mit sich zu bringen. Reichlich Kraft zur Mobilisierung des Saphir-Zinkengrubbers steht ohnehin zur Verfügung. Der Sechszylindermotor von Fiat Powertrain schöpft maximal 435 PS und 1806 Newtonmeter aus 8,7 Litern Hubraum. Das war bis zum Debüt des Fendt 1050 Vario die absolute Spitze im Standardschleppersegment. Kaum Wünsche offen lässt auch das stufenlose Getriebe aus hauseigener Fertigung. Allerdings reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit gegenüber der Radversion von 50 auf 40 km pro Stunde. Die Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und bieten dem Fahrer einen guten Fahrkomfort.
Bevor es bei uns gleich mit spannenden Themen weitergeht, geben wir ganz kurz ab in die Werbung. Bleiben Sie dran. Hier sind unsere Angebote der Woche. Gurken, knackig und frisch, Klasse 1, das Stück nur 49 Cent. Krombacher Pilz, die Kiste statt 13,99 nur 10,99 Euro. Und dazu zweimal Maggi Fix in verschiedenen Sorten im Wert von 1,78 gratis. Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Handelsklasse A, 1 Kilo, nur 1,99 Euro. Wenn Lebensmittel, dann K&K. Zoo & Co. Kluckert in Lingen. Da geht's dir gut. www.kluckert.de. Heute schon gewonnen? Heute schon gefördert? Kaufen Sie lose der Emsland Sporttombola. Bei fast allen emsländischen Sportvereinen, in Fußgängerzonen, an der Haustüre, in vielen Geschäften, an vielen Orten. Jedes zweite Los gewinnt. Sie gewinnen, Ihr Verein gewinnt, die Region gewinnt. Sie sind die Sporthilfe Emsland. Sie fördern Talente. Wir sind zurück aus der Werbung hier bei Land und Leute, dem Landwirtschaftsmagazin auf EV1TV. Der Kreistag verzichtet im aktuellen Haushalt auf die Erhebung der Jagdsteuer. Alle Infos dazu für Sie im nächsten Beitrag zusammengefasst. Ende März. Der Emsländische Kreistag bespricht den Haushaltsentwurf 2017. Zum Thema Jagdsteuer liegen zwei Anträge vor. Die FDP beantragt die Abschaffung der Abgaben, wohingegen die CDU den Steuersatz auf 0% setzen möchte. Dies ist für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Bernd Carsten Hiebing der einzig logische Schritt, da die generelle Abschaffung einer Steuer nicht erlaubt ist. Wir können nur auf die Erhebung verzichten. Steuergesetze machen der Bund und das Land, nicht der Landkreis. Mit der beschlossenen Nichterhebung steht also fest, dass die Jäger im Emsland in Zukunft keine Jagdsteuer mehr zahlen müssen. Damit fehlen im Haushalt des Landkreises 290.000 Euro, die laut Lambert Fischer, dem ersten Vorsitzenden der Jägerschaft Aschendorf-Hümmling, durch die tägliche Arbeit seiner Kollegen wieder ausgeglichen werden. Wir haben ja gesagt, die 290.000, wenn wir das Wild nicht mehr bergen, wird es Kosten für den Landkreis ergeben von 350.000 bis 400.000. Und wenn man das miteinander verrechnet, kann da nichts Positives für den Landkreis rauskommen, wenn er die Kosten tragen muss. Bereits im letzten Jahr gab es einen Antrag seitens der Jägerschaften, auf die Steuer zu verzichten. Damals wurde der Antrag allerdings von der CDU und anderen Fraktionen im Kreistag abgelehnt. Dass wir sagen, ändert sich die Situation, werden wir erneut darüber beraten und möglicherweise auch zu anderen Entscheidungen kommen. Diese Entscheidung war jetzt so auch mit großer Mehrheit im Kreistag getragen worden. Aber wie gesagt, es hat sich binnen eines Jahres auch vieles, was die Finanzen anbelangt, geändert. Nicht nur die finanzielle Situation des Landkreises hat sich im Laufe des Jahres verändert. Bereits im Sommer 2016 zeigten die Jäger mit einer Unterschriftenaktion großen Einsatz gegen die Jagdsteuer. Denn der Wegfall dieser Zahlungen hilft ihnen bei ihrer täglichen Arbeit. Die Jäger haben jetzt 10% dieser Jagd, also der Pacht, mehr zur Verfügung, um eben Gutes zu tun im Revier und dass nicht eben das alles in irgendwelche Naturschutzfonds gehen, sondern die Jäger wissen selbst am besten, wo in den Revieren was gemacht werden muss und dafür steht jetzt mehr Geld zur Verfügung. Dieses Geld können die Jäger jetzt vermutlich langfristig einplanen, denn laut Hiebing wird der Beschluss, die Jagdsteuer nicht zu erheben, in den nächsten Jahren bestehen bleiben. Voraussetzung ist allerdings, dass der Landkreis Emsland finanziell weiterhin so gut aufgestellt bleibt.
Hierzulande ist eine Begegnung mit einer vollbeladenen Landmaschine keine Seltenheit. Nicht selten tauchen dann bei anderen Verkehrsteilnehmern Bedenken auf, ob die Ladung auch richtig gesichert ist. Mit einem Verkehrssicherheitstag bereitet die BBS der Grafschaft Bentheim ihre Schüler auf diese Situationen vor. Verkehrssicherheit ist besonders für Fahrer von Landmaschinen ein wichtiger Faktor ihrer alltäglichen Arbeit, da sie nicht nur auf den Äckern, sondern auch im Straßenverkehr unterwegs sind. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, veranstaltete die BBS der Grafschaft Bentheim einen Verkehrssicherheitstag für ihre Schüler aus dem Fachbereich Agrarwirtschaft. Es war ein sehr spannender Tag, ich hoffe auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir haben uns mit spannenden Themen auseinandergesetzt, haben etwas über Ladungssicherung erfahren, haben was über Vorschriften für Fahrten in die Niederlande kennengelernt und auch generell landwirtschaftlich relevante Themen aus dem Bereich der Straßenverkehrsordnung. Und da die Praxis spannender ist als jede graue Theorie, ging es dann nach draußen für den Anschauungsunterricht. Bei der simulierten Gefahrenbremsung eines Traktors mit sowohl gesicherter als auch ungesicherter Ladung wurden die enormen Kräfte, die selbst bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h auf die Heuballen wirken, sichtbar. Ich finde es wichtig, oder es soll darstellen, dass man daraus erkennt, dass es sehr wichtig ist, die Ladung gegen Verlieren zu sichern, weil durch den Verlust der Ladung entsprechende Schäden entstehen können an Verkehrsteilnehmern, die hinterher fahren. Zum Beispiel Motorradfahrer, die ganz problematisch, denn dadurch Verletzungen davontragen können. Dieses breit gefächerte Informationsangebot sensibilisiert die Schüler für einen verantwortungsvollen Umgang mit den riesigen Gefährten im Straßenverkehr und trägt dazu bei, die Gefahr einer herabfallenden Ladung zu bannen. Und zum Ende der Sendung gibt es noch einmal einen Beitrag von Landtechnik Media. Dieses Mal mit Bildern der MB-Truck und Onimog-Feldtage in Nordhorn. Viel Spaß! Die MB-Truck und Unimog-Feldtage in Nordhorn haben sich zum größten markenbezogenen Schleppertreffen in Verbindung mit praktischen Feldvorführungen entwickelt. Dieses Mal heißt das Sonderthema der Unimog in der Land- und Forstwirtschaft, sodass speziell vom Universal-Motorgerät einige Highlights und besondere Fahrzeuggespanne samt Anbaugeräte zu sehen sind. Auf dem nun bereits vierten MB-Truck- und Unimog-Feldtag in Nordhorn kommen über 400 Gaggenauer Nutzfahrzeuge aus weiten Teilen Europas zusammen, von denen die Teilnehmer weder Wege noch Mühen gescheut haben. Sie sehen eine zweitägige Veranstaltung, welche eine große Fahrzeugausstellung sowie verschiedene Feldeinsätze auf insgesamt 22 Hektar Veranstaltungsfläche für sie bereithält. Vom Maishäckseln zum Rübenroden über Forstarbeiten und der Bodenbearbeitung sind alle Arbeiten aus Feld und Flur vertreten. Produziert von Landtechnik Media und vertont von Timo Sämann ist der 60-minütige Film ab sofort erhältlich. Und das war es für heute mit unserem Landwirtschaftsmagazin. Schalten Sie gerne auch in 4 Wochen wieder ein. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.